Overalls, also Racing-Overalls. Haben wir was? Renn-Overale, Overalls. Kann ich nicht folgen. Ich laufe ja auch nicht weg. Sie hat eine Frage? Ja, ob Sie Renn-Overalls ausleihen. Ach so. Nee, für was auch? Nee, können Sie mir einen ausleihen? Guter Freund. Ich sag das auch gerade. Wer sagt denn, dass wir Freunde sind? Ich hätte gerne einen Renn-Overall. Ich zweifle langsam an Ihrer Kompetenz, wenn Sie hier an einem Tempopäckchen rumschrauben. Ey, Mann. Willkommen zu einem neuen Video hier bei Kaffeemania. Der Deckel haut schon ab. Ihr seht, es wird wieder ein besonders lustiges Video, denn wir haben uns weitere neuen Arten überlegt, die wir hier so auf der Kartbahn tagtäglich erleben. Bevor es losgeht, liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Schreibt uns auch gerne wieder in die Kommentare, was euch noch einfällt, was so typische Kunden auf Kartbahnen sein können, auch wenn ihr vielleicht selber als Kunden da seid. Lasst uns nicht viel Zeit verlieren. Ich würde sagen, Ich werfe auch noch kurz was ein. Dich selber? Ja, mich selber, genau. Nein, und zwar haben auch schon Leute kommentiert, sie feiern die Tipps und Tricks mehr wie diese Spaßvideos. Ist voll in Ordnung, müsst ihr nicht angucken. Wir wissen, wir haben beides. Also die einen gucken gerne das Witzige, die anderen gucken gerne Tipps und Tricks. Wir werden das immer gucken, dass wir es relativ abwechselnd machen. Also einfach mal ein Video skippen, wenn es nichts eures ist. Genau. Und auch wenn es nicht eures ist, am besten trotzdem einfach ein Like da lassen oder einen Kommentar. Einfach mal so sporadisch. Ja, eben, genau. Weil wie gesagt, den Geschmack von allen zu treffen ist immer schwierig und wir finden uns natürlich auch immer wieder in eine neue Situation ein und wollen halt gucken, was sind wir als Kanal. Von daher probieren wir auch immer viele Sachen aus. Aber trotzdem danke für das. Fürs Feedback, genau. Genau, so sieht's aus. Deswegen, legen wir los. Legen wir los, auf geht's. Der Zeit ist Umignorierer. Hey! Ja, komm, fahr noch eine Runde. Auf! Ja, es muss so schwer sein, in die Box reinzufahren. Das ist unglaublich. Was will denn der jetzt schon wieder? Hey, hey! Du sollst in die Box fahren, das Rennen ist vorbei. Wie Box fahren? Ich hab dir doch die ganze Zeit angezeigt, die gelben Lichter sind an, du sollst in die Box fahren. Das haben wir doch vorher in der Einweisung erklärt. Ja, ich dachte auch, warum steht der jetzt auf der Strecke rum, weiß doch ich nicht. Genau, weil ich Spaß dran hab. Ja, wahrscheinlich, ja. Fährst eine Runde und dann in die Box rein, ja? Alles klar. Gut. Der Leitplankencrasher. Oh, sorry, kannst du einmal kurz. Super, klasse. Ja, ich habe ganz kalte Hände, weißt du? Achso, und Augen im Kopf hast du aber. Habe ich, ja. Ich fahr kurz rein. Ist sogar rot-weiß markiert. Soll ich rechts oder links rein? Fährst rechts rein, ja. Rechts rein. Warte mal, kurz nochmal. Ich war zu weit rechts. Weißt du, wo rechts ist? Ja, da, wo der Daumen links ist. Genau, hast du mal geguckt? Also hier. Das ist links. Achso, also soll ich doch links rein? Nein, sag's, du fährst rechts rein, bitte. Ah, ich komme nicht rein. Sorry. Soll ich jetzt da rein? Nein, fahr da rein und guck bitte. Da, guck mal, das sind zwei so rot-weiß markierte Banden am Rand. Die nicht treffen. Bisschen nach links. Bisschen. Nein. Rechts, rechts, einlenken. Ja, weit, nein. Das geht nicht. Runter vom Gas. Ist unglaublich. Das geht nicht. Jetzt gehen wir mal hier, so, guck mal. Ja, gut. Aussteigen, komm. Perfekt. Der gibt mal Gas beim Anmachen. Sind Sie fertig? Hä? Ob Sie fertig sind? Passt alles, kommen Sie ans Gaspedal, an Bremse? Ja, wieso? Weiß doch ich nicht. Sehen Sie doch, drücken Sie mal durch. Ja? Ja, sieht gut aus. Da machen wir Motor an, dann geht's los, okay? Kein Problem. Kannst du bitte ein bisschen Gas geben, dann geht's mir leichter an. Ein bisschen? Ja, ein bisschen aufs Gas drücken. Du sollst ein bisschen aufs Gas drücken, bitte. Hä? Aufs Gas. Gas. Also genau, und ein bisschen. Und wie lange? Dass er angeht. Ja, also wie? Schon kurz drauf bleiben. Okay, kurz. Kurz. Okay, kurz. Kurz. Okay, dann. Nein, also du sollst das Gaspedal ja ungefähr halb voll drücken. Halb voll.
und halten, bis er an ist. Oder halb leer? Halb voll. Okay. Bis er an ist. Okay. Ja? Ja. Gut. Drücken. Ja. Du sollst drücken. Warum ja. ziehst du deinen Fuß zurück? Du hast kurz gesagt. Parkinson. Du hast doch gerade kurz gesagt. Ich habe gesagt, so lange bis er an ist. Ach so. Halbgas? Halb, okay. Halbgas? Ja. Gut, stark. Kann ich jetzt runtergehen? Jetzt darfst du runtergehen, ah, ja. Ah, okay. Der Gasbremse-Spezialist. So, dann Sie dürfen losfahren. Kann ich schon? Ja, ja, Sie können losfahren. Okay. Losfahren. Also, Sie müssen... Ja, Sie haben den Fuß dauerhaft auf der Bremse. Wie jetzt? Na, Sie haben... Also, Ihr Fuß drückt die Bremse. Ja. Wenn Sie die nicht drücken, sondern Ihren Fuß wegnehmen ja. und dann Gas geben, dann kommen Sie auch vorwärts. Ah, okay. Ja, probieren Sie es mal. Nee, ist immer noch, also, haben Sie Zuckungen links? Nee. Nee? Aber, also, ja, was mache ich denn mit dem linken Fuß? Na, der linke Fuß, ja. der linke Fuß, der bleibt, nein, so davor. Ja. Und erst, wenn Sie bremsen wollen, dann drücken Sie hier durch. Okay. Aber solange Sie Gas geben, bleibt dieser Fuß von diesem Ding weg. Okay. Okay? Alles klar. Warum? Ja, ich weiß nicht, irgendwie geht trotzdem ja, ja. nicht. Liegt vielleicht daran, dass Sie jetzt mit dem rechten Fuß bremsen und Gas geben. Das geht doch, hä? Ja, okay. ja, wir sind aber nicht in einem Driftauto. Jetzt haben Sie auch noch die Wand mit. Im Moment einmal von beiden bitte runter. Okay, probieren wir es nochmal, ganz langsam. Ja. Das hier ist die Bremse. Das ist das Gas. Ja. Gas geht von hier bis hier. Ja. Bremse geht von hier bis hier. Ja. Jeweils ein Fuß bedient ein Pedal. Ja. Der hier bedient das Gas, der die Bremse. Okay. Wenn Sie Gas geben und fahren wollen, dann drückt nur dieses Fuß. Dieses Fuß, okay. Also dann kann ich jetzt so losfahren. Nee, ich weiß nicht, warum Sie jetzt wieder rübergehen mit dem Fuß. Also das verstehe ich nicht. Ah, okay, ja, ja. Jetzt, ja, also, ja. Verstanden. Also, ja, ich würde schon... Rechter Fuß nur... Nee, ist wieder Quark. Geht wieder nicht? Ja, ist komisch. Könnten Sie sich, also jetzt überlegen Sie mal, woran könnte es denn liegen? Ich weiß es nicht. Sie weiß, ich glaube, das Kart ist einfach kaputt. Das Kart ist kaputt. Ja. Ich hasse mein Leben. Der einbeinige Bandit. Was macht denn der schon wieder? Sag mal, was machst du? Hast du es gerade gesehen? Das war voll gefährlich. Du kannst mich doch nicht einfach so rausziehen. Ich konnte fast gar nicht bremsen. Ja, was glaubst du, woran das liegt? Dein Bein hing ja auch geführt auf 7:45. Du hattest ja dein Bein nicht mal im Kart. Was glaubst du, für was du den Rahmen da drin hast? Der Rahmen ist doch nur da, um mich zu schützen. Ich weiß gar nicht, was du für einen Stress machst. Außerdem, ich habe 7 Jahre gekickt. Ich habe Beine aus Stahl. Die sind härter als das komische Ding. Wenn der hier raushängt, passiert nichts. Dem Gegenwind gebe ich einfach Low-Kick mit Dropkick, was immer du willst. Low-Kick, Dropkick, das funktioniert vielleicht im Fußball, mein Freund, aber wir sind ja nicht im Fußball, wir sind auf der Kartbahn. Da ist nicht umsonst so ein Stahlrahmen drin. Und warum du vielleicht nicht bremsen konntest, liegt eventuell daran, dass dein Fuß wirklich hinterm Ohrlappe hängt. Also, da hat er nichts verloren, der gehört da unten an das Bremspedal noch, nicht an deine Ohrlappe noch. Ich fahre schon immer so, schon immer. Ganze Familie, Mutter, Tante, Vater, Großonkel, nicht den 3. Grades, muss den 4. Grades, aus dem Fußball gezogen. Wir machen das schon immer so. Wir sind alle klasse Rennfahrer geworden. Also bitte, schieb mich zurück und lass mich weiterfahren. Und guck, dass du Land bist. Der Vollbremser. Und wieder richtig sauber anbremsen. Ah Mist, jetzt habe ich mich rausgespitzt. Ah, das liegt nicht an mir. Ich bin der Beste. Sag mal, schöne Frage.
Ja, was denn? Also erstes Mal, weil du fährst die ganze Zeit wie ein einarmiger Bandit, was ist los? Ja, es ist halt ein bisschen frisch heute. Und ich habe die andere Hand in meiner Hosentasche gehabt, ich habe Taschenbillard gespielt. Okay. Und andere Frage, du die ganze Zeit beim Start und Ziel, da brechst du die Bremse durch, als würde ich keine Ahnung. Ah ja, je stärker man drückt, desto stärker bremst man ja auch. Ja. Wir sind nicht auf dem Klo, wir sind auf der Kartbahn. Ja, das ist mir schon klar. Aber was bist du für Wicht überhaupt? Wie Wicht? Ja, Wicht. Was soll das jetzt heißen? Du musst heute Weihnachten langsam, du schiede Wichtel, wo ist der Weihnachtsmann? Nee, also meinst du jetzt wegen dem gelben Händele, oder? Willst du mir jetzt erklären, wie man hier Kart fährt? Richtig. Deswegen bin ich da. Wir wollen ja, dass du sicher durchkommst, dich nicht verletzt und nachher alles gut läuft. Und natürlich auch verbesserst. Also du willst ja bessere Rundenzeit nachher fahren. Ja, noch besser geht's ja nicht. Ja, es geht schon noch besser. Also du fährst nicht schlecht, aber es geht schon einiges noch. Darf ich da nochmal fahren? Du kannst schon mal fahren, aber mal als Tipp, nimm es so arg, also antippen. Wir haben da so ein Video mal gemacht, da kannst du gucken, wie man genau die Bremse benutzt. Ah ja, okay. Guckst du das lieber mal an. Das hilft. Und mit beide. Mit beide Hände am Lenker. Ah, Taschenbillard macht mehr Spaß. Ja, das ist schon klar, aber... Ja, ja. Alles klar. Gut. Danke. Der Einsteige-Legastheniker. Also, wenn soweit alles hellmarsch auf, dann darfst du einsteigen. Welches? Ganz vorne, oder? Ja. Ach, ich weiß, blöde Frage. Weil, wenn ich da einsteige, kann ich da nicht losfahren. Mann, ey. Clever. So, wie geht es jetzt? Also ich bin noch nie gefahren, sollte ich vielleicht dazu sagen. Das ist überhaupt gar kein Problem, wenn du noch nie gefahren bist. Also zuerst der linke Fuß rein steigen, dann mit dem rechten Fuß nach und dann langsam in den Sitz lassen und einen Fuß, den rechten Fuß rechts am Lenkrad vorbei und der linke Fuß links am Lenkrad. Also eigentlich, wie man es sich logisch vorstellt. Okay, ja, dann probiere ich das einfach mal. Mit dem linken habe ich gesagt, links. Oh. Oh. Ah, jetzt hängt mein Fuß fest. Oh, jetzt habe ich mir einen Schuh ausgezogen. Ist das normal? Also muss das so sein? Nee, eigentlich nicht. Okay. Deswegen habe ich auch gesagt, mit dem linken anfangen. Oh je. Ja, Moment, jetzt muss ich den erstmal da rauskriegen. Oh je. Das passiert bestimmt öfter, oder? Manchmal. Ab und zu. So. Also nochmal. Erst mit dem linken rein, auf den Sitz am besten. Erst mit dem linken rein, das war's. Ja, aber auf dem Sitz, jetzt bist du wieder unten. Also jetzt hakst du schon wieder ein. Jetzt bin ich wieder eingeklemmt. Ja, ja, richtig. Vielleicht versuchst du mal auf den Sitz draufzusteigen. Auf dem Sitz war's. Genau. Aber dann ist ja meine Hose dreckig. Ja, das gehört dazu manchmal beim Kartfahren. Ja. Ah ja, okay. Also jetzt bin ich schon mal drin. Jetzt ist es nur wichtig, weiterzumachen. Nur ein Tipp, ich würde es noch mal von vorne versuchen. Also ich würde noch mal rauskommen. Dabei gehe ich dreimal die Woche zum Pilates. Also eigentlich dehnbar genug. Nee, ich würde es noch mal von vorne. Alles klar. Probier's doch mal. Jetzt probierst du mal mit dem linken Fuß auf die linke Seite des Sitzes zu treten. Ja, zum rechten auf die rechte Seite vom Sitz. Ja, so? Nee, das ist nicht der Sitz, das ist das Gewichtkasten, wo der drauf steht. So, und jetzt langsam nach hinten runterlassen, der Bob ist. Ja, noch tiefer, so wird es nichts, so kannst du kein Gas geben. Warum nicht? Ja, weil du zu weit weg bist vom Gas. Genau, und jetzt einfach reinrutschen. So, und jetzt Fuß aus. Ja, wir haben es geschafft. Klasse. Wahnsinn. Hey, das gibt ein saftiges Trinkgeld, wenn wir hier fertig sind. Ja, so. Bin zufrieden. Ja. Alles klar, dann können wir. Ja, genau. Weißt du, wo Gas ist, wo Bremse? Ja, da ist Gas, da ist Bremse. Fast genau andersrum. Also hier Gas und da Bremse. Nee, es war jetzt genau gleich wie vorher, also andersrum. Ach so. Also hier Gas und Abbremse. Genau. Okay. Ja. Und wie fahre ich nochmal nach rechts? Am besten mit dem Lenkrad. Das hier oder wie? Genau, das Lenkrad. Ja, okay. Also so fahre ich nach rechts und so nach links? Nee, genau andersrum.
Also so rechts und so links. Nee, das war jetzt wieder genau wie beim Gas, war wieder gleich. Also andersrum. Der Daumen ist rechts. Also so. So ist rechts. Perfekt, da bin ich startklar. Okay, gut, legen wir los. Mr. Sturmhaube. So, dann sind wir durch mit der Einweisung. Dann dürft ihr jetzt eure Sturmhauben aufziehen, einen Helm schnappen und dann geht's los. Was dürfen wir aufziehen? Sturmhauben. Was war denn das? Das schwarze Teil, was du in der Hand hältst. Ah, okay. Ja, es sieht aus wie so eine Skimütze. Ja, genau. So ähnlich. Also die darfst du jetzt aufziehen? Ja, die war auch umsonst sogar. Mr. Sturmhaube hat mir die geschenkt. Mr. Sturmhaube. Mhm. Also er wollte mir seinen richtigen Namen nicht verraten, warum auch immer. Okay. Aber naja, egal. Wie geht es jetzt hier? Einfach anziehen, damit die Helme hygienisch bleiben, weil da gehen ja mehrere Leute mit ihrem Kopf rein und ihr wollt ja saubere, hygienische Helme haben. Naja, geht so. Geht so? Okay, also einmal auf. Anziehen, genau. Naja, ich glaube, du bist falsch rum. Nee, nochmal ausziehen, das Loch ist oben. Ja, genau, da ist ein Loch, du musst also, nee, musst einmal rumdrehen, jetzt hast du ja deine Haare nicht mehr bedeckt. Genau deswegen will ich das immer nie machen. Jetzt hast du genau gleich wieder auf, genau. Nee, also du musst, guck mal hier, siehst du, guck mal, guck das mal von der Seite an. Wo könnte da jetzt dein Gesicht durch? Da rein. Ja. Also raus, nicht rein. Nee. Nee, du hast doch gerade gesagt, ja. Nee, da muss es rausgucken. Ich glaube, du kennst dich genauso wenig aus. Mhm. Okay, also so. Nee. Ja, jetzt ist wenigstens ein Auge. Dreh mal. Wie ein Auge? Achso, ja, jetzt verstehe ich. Ja, und jetzt dreh mal. Ja, nein, ja, ja. Jetzt runterziehen. Ja, runterziehen. Aha. Hallo? Warum winken die uns zu? Weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, die denken, du bist berühmt. Ja, glaube ich nicht. Nee, jetzt musst du hier das so runter. Nee, du bist, also... Ja, so einigermaßen. Ja. Musst du es über den Mund oder nicht über den Mund? Fass mir hier nicht ins Gesicht. Wir hatten es gerade von Hygiene. Ja, das ist so. Das sind keine Wurstfinger. Ja, ja. Guck mal, das sind Modelfinger. Ja, ja. Modelfinger für Wurstfabrik. Hallo? Genau so ist richtig. Einfach die ganze Zeit lachen und versuchen zu verstecken, dann. Genau. Also so. Ja. Okay, perfekt. Helm schnappen. Wo sind die? Die sind draußen. Kann ich aber nochmal ausziehen, weil mir ist echt warm. Ja, aber das ist wieder das Ding, guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ja. Glaubst du, jetzt winkt mir noch mal irgendwer zu? Definitiv nicht. Nee. Naja, okay. Dann einfach Helm draußen holen, gell? Genau, Helm draußen holen. Okay. Ich zieh sie einfach wieder auf. Gut, ja, ist dann wieder falsch rum. Na, ja, das passt schon. Ja. Der Overall-Spezialist. Hallo, Entschuldigung. Ja. Haben Sie Rennoverale, Overalls? So Racing Overall? Rennoverale? Hä? Ob Sie Rennoverale haben, Overalls? Nee. Zum Leihen? Nee, aber nicht. Für was brauchen Sie das? Nein, wir fahren ja ein Rennen. Also, ich hätte ja ein Rennoverall dazu. Das steckt da schon im Wort. Ja, und ohne können Sie nicht fahren, oder wie? Nee. Weil, also, es ist ja. Nee, das gehört ja dazu, oder nicht? Ein Rennoverall. Ja, aber wir sind hier ein Freizeitbetrieb. Also, da geht es jetzt nicht wirklich um professionelles Rennfahren. Aber ich bin professionell. Also haben Sie jetzt welche zum Ausleihen? Wir haben keine zum Ausleihen. Sie haben keine zum Ausleihen? Ja. Wieso nicht? Was ist, wenn ich jetzt anfange zu brennen? Da haben wir Feuerlöscher, aber das wird nicht passieren. Wir warten die Karts regelmäßig. Wo warten die? In der Box. In der Box. Sie stellen Fragen. Ja, aber wieso können Sie mir jetzt keine, warum können Sie mir denn jetzt keine Overall ausleihen? Weil wir hier keine Overalls haben. Ja, ich zweifle langsam an Ihrer Kompetenz, wenn Sie am Tempopäckchen rumschrauben. Ja gut, dann können Sie das kurz halten. Ich muss da einmal die... Kollege, wir haben keine Rennoveralls. Okay, deswegen kann ich dir keine ausleihen. Hier gibt es nichts zu verleihen, Overall-mäßig. Hm. Aber wenn ich einen hätte, dürfte ich ihn anziehen? Ja. Aber ich habe keinen. Leihen Sie mir jetzt einen? Nein. Nee. Weil wir keine haben. Wir haben keine. Also wir. Ich auch nicht. Okay, dann haben wir beide keine. Hm. So, Video schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und es war ein gutes Video. Denkt bitte dran, wie immer, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Komm, ruhig mit dazu. Ja. Genau. Und denkt dran, gerne auch selber welche reinschreiben, die ihr noch nicht gesehen habt, die ja, ihr aber vielleicht mal bemerkt habt oder wir witzig finden würdet. Weil so wie wir auch immer schon sagen,
irgendwann, ich glaube, das ist jetzt der vierte, fünfte Teil von den neuen Arten. Ich glaube, wenn wir es mit den anderen, mit den Diskussionen und so zusammennehmen, sind wir, glaube ich, schon über 10. Ja, eben. Von daher, langsam wird auch echt die Luft dünn. Von daher sind wir da gerne auf eure Meinungen oder auf eure Tipps auch Ideen angewiesen. Von daher, irgendwann ist es halt auch schwer, sich was Neues auszudenken. Aber so ist es. Für euch. Trotz dessen. Machen wir das doch. Ich hoffe, es war witzig. Bestimmt. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ja, genau. Dann trotzdem liken oder kommentieren, dass es nicht witzig war. Hilft uns auch. So. Aber auf jeden Fall abonnieren. So. Gut, machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend. Nee, wir haben nur ein Video. Egal. Auf Wiedersehen.